Servus. Danach kommt eine 11-monatige Kampagne in allen Landesteilen, der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes, also Wahlsiege, kann man nur bei der Bevölkerung erreichen, aber die Fundamente dafür kann man bei Parteitagen legen. Wir begrüßen vor allem, und das ist mir eine ganz besondere Ehre, unsere ehemalige Landesvorsitzende und Bundesfamilienministerin Renate Schmidt. Schön, dass dieser Parteitag bei uns in Nürnberg stattfindet. Schön, dass er hier in der Messe stattfindet. Die gehört zur Hälfte dem Freistaat Bayern. Lassen wir es als gutes Omen durchgehen, dass hier der rote Teppich der Sozialdemokraten schon mal ausgelegt ist. Und als noch besseres Omen lassen wir es durchgehen, dass vermutlich die Stimmung hier im Saal gegenüber der benachbarten Haare 2012 schon deutlich intensiver ist, meine Damen und Herren. Und ich sage von dieser Stelle, CSU ist 100% Opportunismus. Aber Bayern ist nicht opportunistisch, Bayern ist geradlinig, Bayern gehört den Menschen in Bayern und keiner einzigen Partei. Und deswegen ist es mir nicht nur eine Freude, sondern wirklich ein inneres Bedürfnis, auch aus dem letzten Jahr, aus der gemeinsamen Zusammenarbeit, euch heute als unseren Spitzenkandidaten, den Oberbürgermeister von München, Christian Ude, zu empfehlen. Ich finde, die Wahl ist einfach. Sie ist eine Wahl, bei der Bayern wieder von jemandem regiert werden soll, der Bayern kennt, die Menschen liebt und dafür sorgt, dass der Alltag der Menschen zurückkehrt in die Politik und nicht nur die Machtvergessenheit und Machtversessenheit einer Partei, die viel zu lange in der Regierung und in der Bayerischen Staatskanzlei gesessen hat. Oberbürgermeister, können Ministerpräsident. Lieber Christian, und vor euch liegt im nächsten September ein richtig großer Klotz. Florian hat das gesagt. Aber wenn es einen gibt, der diesen Klotz in den nächsten Monaten jeden Tag ein ganz klein bisschen kleiner macht, euch jeden Tag ein bisschen mehr Mut und Kraft gibt und dann am 15. September aus dem Rathaus in die Staatskanzlei ziehen kann, dann ist es dieser Mann. Liebe Genossinnen und liebe Genossen, dann ist es Christian Ude. Bei uns ist jetzt Edith von Welser-Ude, die künftige First Lady des Freistaats Bayern. Ich darf noch mal daran erinnern, apropos lange Atem, er hat ja mit 8 Jahren oder 10 Jahren gesagt, er will Münchner Oberbürgermeister werden. Und wie er dann 43 wurde, da wurde er es auch. Und den langen Atem hat er jetzt im Wahlkampf mit Sicherheit auch. Wenn ich für eine Sache brenne, dann bin ich einfach dabei. Und in dem Fall brenne ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren für Christian Ude. Ich bin mir bei einer Sache 100%ig sicher. Nächstes Jahr gibt es am 15. September eine gescheite Meisterfeier. Dankeschön. Danke. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste und Freunde der Bayern-SPD, man hat mir gesagt, dass ich mich hier erst einmal vorstellen soll. Also, mein Name ist Christian Ude.
Ich bin seit 22 Jahren bei der Stadt München beschäftigt, habe dort immer nur befristete Verträge bekommen und bemühe mich jetzt um einen Bewährungsaufstieg beim Staat. Dieses Bayern, liebe Genossinnen und Genossen, ist nicht das Eigentum einer Partei. Jeder in Bayern soll sagen können und auch empfinden, dies ist auch mein Land. Wir wollen kein anderes Bayern, aber wir wollen Bayern sozialer, gerechter, demokratischer, ökologischer und kommunalfreundlicher gestalten, bei jeder Entscheidung, die im Bayerischen Landtag ansteht. Ich bitte euch um eure Zustimmung und ab heute um eure Mithilfe bei diesem bayerischen Projekt. Dankeschön. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben ausgezählt. Abgegeben wurden 289 Stimmen, davon 288 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Das sind 99,7%. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen zunächst einmal herzlichen Glückwunsch sagen an Christian Ude zu diesem sensationellen Ergebnis hier in Nürnberg für dich erzielt. Lieber Christian, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gibt es natürlich noch eine spannende Frage an dich. Nimmst du die Wahl an? Ich bin wirklich überwältigt von dieser Geschlossenheit der bayerischen SPD. Das gibt nochmal Auftrieb und ich kann euch keine Überraschung servieren. Ich nehme die Wahl an. Also ich bin Wirtschaftsprüfer und ich finde, dass der Bürgermeister einer großen Stadt wie München prädestiniert ist für wirtschaftliche Belange. Und wir als Selbstständige in der SPD freuen uns, einen endlich kompetenten Ministerpräsidenten in Bayern zu kriegen. Der Christian ist im Internet sehr gut aufgestellt. Es gibt eine eigene Homepage, die er hat. Und er hat obendrein auch eine Unterstützerseite, Wir für Ude. Und ansonsten ist er auch bei Facebook, Twitter und allen Social Medias, die man heute so bedienen muss, aktiv. Und damit auch beispielgebend im Vergleich zu anderen, die sich auf der politischen Bühne tummeln. Das ist ein Projekt, das gelingt nur gemeinsam und der Christian steht für uns alle und völlig unangefochten an der Spitze. Wir sind davon überzeugt, dass Christian Ude der beste Kandidat ist, den die Bayern-SPD zum jetzigen Zeitpunkt haben kann. Es gibt keinen besseren. Wir können ihn einfach nur unterstützen und müssen ihn unterstützen. Und ich denke auch mal, er wird als Ministerpräsident in Bayern auch für die Kommunen in Unterfranken das Richtige tun, damit die Situation sich endlich verbessert. Die Qualitäten, die ein Kommunalpolitiker hat in einer Gemeinde oder einer Stadt, die kann man auch auf ein ganzes Bundesland ausweiten. Und deswegen finden wir, dass er einfach der Richtige für uns ist. Ich begrüße es, dass es in Bayern seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, wahrscheinlich seit etwa 6 Jahrzehnten, das erste Mal eine realistische Chance auf einen Machtwechsel gibt. Weil immer nur die gleiche Partei in der Regierung, das ist A, für die Demokratie nicht gut und das ist B, auch für die Menschen nicht gut, weil Parteien, die über 6 Jahrzehnte in der Regierung sitzen, dann irgendwann dazu neigen, den Menschen nicht mehr zuzuhören. Christian Ude wäre der richtige Ministerpräsident und er wird der richtige Ministerpräsident für ein soziales Bayern sein. Christian Ude ist der Richtige für Bayern, weil er gezeigt hat, dass er es kann. Wir sehen am Beispiel München, wie wahnsinnig gut er sich mit Wirtschaft auskennt, wie gut er auf die Menschen zugehen kann. München hat es perfekt im Kinderkrippenausbau. Christian
Ude kennt die Themen, der weiß, dass Frauen gefördert werden müssen, dass sie die Gelegenheit dafür bekommen müssen und das können sie nur mit einer guten Infrastruktur und dafür steht Christian Ude. Die Zeit in Bayern ist reif, genau für Ude. Wir sind gemeinsam in Schwabing aufgewachsen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, immer so gut wir konnten bei unseren wechselseitigen Aufgaben. Und darum kann ich wirklich aus erster Hand berichten, dass ich keinen qualifizierteren Kandidaten kenne. Er hat das intellektuelle Format für einen guten Ministerpräsidenten. Er hat den Sachverstand, er hat die Regierungserfahrung. Im Grunde genommen bringt er alles mit, was ein Ministerpräsident braucht. Eines aber benötigt er noch dringend, nämlich die Unterstützung der ganzen Partei. Und darum geht es heute auch, den Genossinnen und Genossen, den Mitgliedern zu sagen, jetzt heißt es aber wirklich Ärmel aufkrempeln.